Creekcasters. Menschen, Geschichten, Leidenschaften. Herzlich willkommen bei Freecasters, sagt Sandra Knopp. In unserer Auftaktfolge begeben wir uns auf die Spuren von Menschen, die früher aufgrund ihres Aussehens für Aufsehen sorgten. Die bärtige Lady, kleinwüchsige Menschen, die kolossal dicke Dame, der Mann ohne Arme und Beine. Früher stellten sich Menschen, die anders waren, zur Schau, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Nicht alle freiwillig. Auch im Wiener Prater gab es solche Freakshows. Was früher üblich war, muss heute sehr kritisch beleuchtet werden. Mein Kollege Udo Seelhofer hat Robert Caldicaro, den Direktor des Wiener Zirkus- und Clownmuseums, getroffen. Er begibt sich mit uns auf eine Zeitreise zu den Schaustellern und Zirkusunternehmern vergangener Tage und erzählt von den Publikumsmagneten von damals. Das Museum selbst öffnet seine Pforten wieder nach der Sommerpause im September. Dort zu sehen gibt es unter anderem eine riesige Unterhose. Bevor wir uns mit der Besitzerin dieses überdimensionalen Kleidungsstücks, der dicken Miezi, beschäftigen, klären wir noch auf, warum der frühe Zirkus kein Zelt brauchte. Ich gehe gerne in ein Varieté, ich gehe gerne in ein Kabarett. Zirkus ist eher das, wo man auf einer schmalen Sitzbank sitzt, wo einem das Hinterteil wehtut nach einer Stunde. Was das Schöne ist, die Sägespäne, wenn man riecht, wenn man das Popcorn riecht, wenn man reingeht. Das ist natürlich, und die Musik spielt, das ist natürlich schon sehr schön. Aber im Grunde genommen, die Artisten noch einmal treten in einen Zirkus auf oder in ein Varieté. Ich kann eigentlich fast alles, wo bringen, halt bis auf Ausnahme von Tiernummern, die heute sowieso in einen guten Zirkus nicht mehr gezeigt werden. Warum ist man denn von den Tiernummern abgekommen? Ganz einfach, weil es zu stressig ist für die Tiere. Die Wildtiere werden in relativ kleinen Wegen transportiert. Man bleibt maximal 1-2 Tage an einem Spielort, dann reist man weiter. Also es ist wenig Zeit, um ein Freigehege aufzubauen. Und der Stress ist einfach zu groß für Elefanten, Löwen, Tiger, also alle Wildtiere. Und es gibt ja von der EU Richtlinien dafür. Das einzige Land, was sich dran hält, ist Österreich. Deutschland wird gerade aufgeweicht, da bringt man im Zirkus wieder Löwen und Tiger. Und rundherum um Österreich wird sowieso überall Wildtiere noch gezeigt. Der zweite Wiener Gemeindebezirk, in dem das Museum ist, hat ja auch eine Zirkusgeschichte. Und da gab es ja auch Zirkusbauten von verschiedenen Veranstaltern. Wer war denn alle hier früher? Die Zirkusbauten war eben der Zirkus Renz in der heutigen Zirkusgasse. Das war ein Festbau mit ca. 1400 Sitzplätzen, außen wie ein normales Haus, innen als Zirkus mit Manege und allem. Dann hat es noch gegeben das Festgebäude Zirkus Busch. Das ist circa dort, wo man heute bei der Venediger auch zur U-Bahn runtergeht. Dann hat es vis-à-vis hat es noch gegeben Zirkus Zentral als Festbau. Und ansonsten temporär sind teilweise Holzbauten gewesen wie Zirkus Carré, der war auf der Ausstellungsstraße, der war ca. 15 Jahre, der hat 4000 Sitzplätze gehabt da. Und auf der Ausstellungsstraße hat es Varietés, Cabarets gegeben, also um hier im zweiten Bezirk, es war der Unterhaltungsbezirk par excellence, jeden Abend halbwegs was zu verdienen, mussten 10.000, 12.000 Eintrittskarten Minimum verkauft werden. Es fasziniert mich ja total, mit einem Zirkus bringt man normalerweise eben, denkt man sofort an das Zirkuszelt, das dann halt abgebaut wird und dann zieht man weiter. Es hat wirklich fixe Bauten gegeben? Es hat keine Zelte gegeben früher. Das Zirkuszelt ist eigentlich erst nach dem amerikanischen Bürgerkrieg entstanden, weil im amerikanischen Bürgerkrieg hat man begonnen, große Zelte, noch nicht rund, aber länglich zu machen für die Kanonen und für die Tiere, nicht für die Menschen. Aus der Technik konnte man dann Zirkuszelte erst bauen. Früher hat der Zirkus im Freien gespielt. Zirkus war nur möglich, solange schön Wetter war. Und deswegen gibt es auch die Zirkuswiese im Prater. Dort war der erste Zirkusfestbau der Welt, der Zirkus Gymnasticus, der um 1800 in etwa erbaut wurde, war ein Holzbau und hat auch gehabt an die 3.500 Sitzplätze. Und bevor der war, waren alle diese Zirkusse im Freien auf der Zirkuswiese oder auf der Feuerwerkswiese. Das war links von der Ausstellungsstraße heute. Was es im Zirkus früher auch immer gegeben hat, waren die sogenannten Sideshows oder Freakshows, hat man es auch genannt. Wie würden Sie denn den Begriff Freak definieren? Was ist für Sie ein Freak?
Freak ist eigentlich, wenn man es übersetzt, Laune der Natur. Es gibt verschiedene Sachen. Ich finde, Freak wird heute eigentlich zu negativ verwendet, was eigentlich gar nicht der Ausdruck ist dafür. Sideshows war eigentlich der Begriff. Freakshow ist eigentlich erst in die 20er Jahre durch Todd Brownings Film Freaks entstanden. Vorher hat den niemand gekannt, den Ausdruck. Eigentlich, es war immer nur Sideshow und jeder hat seine eigene Bezeichnung. Das war die Haarfrau, die tätowierte Frau oder der Mann mit den drei Beinen. Also er hat einen eigenen Namen gehabt. Er ist jetzt nicht, sagen wir, mit einem Überbegriff belegt worden. Und das hat so ausgeschaut, diese Leute waren ja auch im Wiener Prater, da wurde eine Hütte aufgebaut, also so, wo man drinnen war, da hat es ein kleines Podium gegeben und dort ist der gesessen, der sich zur Schau gestellt hat und ist in interaktiven Kontakt zum Publikum getreten, indem er gesungen hat, irgendetwas gemacht hat oder mit den Leuten geplaudert hat oder seine Lebensgeschichte erzählt hat. Warum haben sich diese Menschen dazu entschlossen, sich auf diese Art eben zur Schau zu stellen? Sie müssen sich einmal vorstellen, es war eine Zeit, wo man sehr, sehr arm war. Große Bevölkerungsschichten, 10% des ganzen Vermögens waren praktisch nur in der Hand der Bevölkerung, der Rest war adelige Großindustrielle. Und wenn jetzt jemand eine Behinderung gehabt hat oder etwas gehabt hat, was interessant war für die Menschen zu sehen, hat er damit Geld verdienen können und hat seine Familie erhalten können. Und man darf das jetzt auch gar nicht als negativ in der Vergangenheit sehen. Damals musste man wohin gehen, um den zu sehen. Heute dreht man den Fernseher auf und sieht eigentlich viel mehr solcher Sachen. Und es war genauso wie damals, die Menschen wollen eine gewisse Schaulust, ein bisschen ein Gruseln, wollen sie erleben. Und damals war es eben so, dass diese Leute wirklich ihre Familie erhalten konnten und sich selbst auch erhalten konnten. Und in diesem Makrokosmos, wo sie aufgetreten sind, ob das jetzt Zirkus, Sideshow, Varieté war, waren sie auch, je nachdem, wie sie sich präsentiert haben, haben sie auch einen Namen gehabt, einen Ruf gehabt und waren jemand. Sie waren eine Persönlichkeit. Man hat sie nicht degradiert auf ihre Behinderung, sondern sie waren jemand. Also das Klischee, was man in Hollywood doch immer wieder sieht, ist, dass sie da von großen Impresario gezwungen werden aufzutreten. Das stimmt nicht, oder? Nicht unbedingt. Selbstverständlich hat es das auch gegeben. Nur ein Beispiel, die siamesischen Zwillinge, die Slesak-Zwillinge, die wurden seinerzeit mit ihren Vatern zusammen von einem Impresario gekauft und wieder weiterverkauft, aber zusammen mit der Familie. Das war natürlich auch irgendwo ein Ort Menschenhandel, aber diese Familie hat sehr gut gelebt davon. Negative Sachen gibt es dann natürlich wieder mit der Juliana Pastrana, das war eine Bartfrau, die wurde ihren Eltern abgekauft in Mexiko von einem Amerikaner. Und der ist mit ihr gereist. Damit es keine Probleme gibt, hat er sie geheiratet. Und in Moskau, also wir reden jetzt in der Zeit so 1850, 60 herum, ist sie schwanger geworden, gestorben. Und er hat eine gute Idee gehabt, er hat sie ausstopfen lassen. Mit Kind. Und ist mit dem ausgestopften Leichnam dann durch die Welt gezogen. Der Leichnam wurde dann nach Wien verkauft, ins Panoptikum in Prater zu Preuscher, zu einem wahnsinnigen Geld, also nach heutigem Begriff wahrscheinlich um die 500.000, 800.000 Euro wert es gewesen, was der bezahlt hat, und hat sie hier wieder ausgestellt. Und das ist immer weitergegangen. Die wurde dann mit Schausteller, ist sie nach Schweden gekommen, da war der Leichnam dann schon sehr desolat. Und wir haben es dann geschafft, mit einer Gruppe von Frauenvereinen vor 5 Jahren, dass sie endlich nach Mexiko überstellt wurde, in ihren Heimatort und dort begraben wurde. Also sie war, kann man sagen, über 100, 120 Jahre als Leichnam unterwegs, wo Leute Geld verdient haben mit ihr. Das ist natürlich dann wieder auch sehr, sehr zum Überlegen und zum Nachdenken. Sie haben ja für diese Menschen noch einen eigenen Raum hier in dem Museum gestaltet. Wie ist es zu dieser Entscheidung gekommen? Wie gesagt, Felix Adanos, berühmter Jongleur, hat seine Sammlung angelegt und mit Bildern, Erinnerungsstücke an diese Leute. Und dadurch habe ich sie als junger Museumsmitarbeiter schon relativ bald gesehen und haben wir auch Gedanken darüber gemacht.
Und beispielsweise Audrey Heller bei seiner Flick-Flack-Show hat diese Sammlung zweimal präsentiert und ausgestellt. Eher mit Gruselfaktor, würde ich sagen, damals. Aber mich hat es irgendwie gefallen, vor allem wie ich dann so diese Hintergründe der Menschen, die Schicksale mir ein bisschen beschäftigt habe, dass die eigentlich vor nichts gestanden sind und dann durch sich selbst etwas geschaffen haben, eben sich selbst ausgestellt haben, sich selbst präsentiert haben. Und da ist für mich das beste Beispiel die dicke Mietze, was wir haben natürlich. Die Frau hat einen irrsinnig guten Schwäg gehabt, wie man in Wien sagt. Zu der sind die Leute gegangen, weil es lustig war. Und die war in jungen Jahren so stark, dass sie vier Männer so auf ihre Arme hängen konnten, links und rechts je zwei Männer. Und die konnte sie stemmen. Und sie war ja nicht dick, weil sie zu viel gegessen hat, sondern sie war ja krank. Sie war schwer zuckerkrank und hat am Schluss 265 Kilo gewogen. Aber sie war wieder das Zeichen, sie war immer lustig, fröhlich, sie war verheiratet, sie hat zwei Kinder, eine Tochter lebt sogar noch in Neuseeland und hat da ein Lokal gehabt, da in der Nähe des Praters. Also erfülltes Leben eigentlich, wenn man jetzt nimmt, krank und nicht den Schönheitsideal entsprechen und hat trotzdem was aus ihrem Leben machen können. Und Sie haben ja auch da ein sehr prägnantes Ausstellungsstück von ihr. Was ist denn das genau? Das ist ihre Unterhose. Und zwar, man muss dazu sagen, was ja auch sehr lustig ist, ihr Gatte, der Wickerl, hat circa, wenn er viel gehabt hat, hat er 72 Kilo gehabt. Er war ganz dünn und klein. Und der ist vor der Ausstellungshütte gestanden mit dieser riesengroßen Unterhose von ihr. Und der Originaltext hat mir ihre Tochter gegeben, als er erst dort gestanden hat, gesagt, Leil, schaut's her, das ist die Untergatte von meiner Alten. Kommt's rein und schaut sich meine Alte an, 265 Kilo wiegt's. Das war sein Ausrufer Schmäh, dass die Leute reinkommen sind. Er spielt ja schon auch ein bisschen damit, dass die Menschen sich das dann wahrscheinlich schwer haben vorstellen können, so mit der Familiengründung etc. und ermöglichen, oder? Das war natürlich auch, so wie die Mietze, die konnte jetzt natürlich was erzählen, auch von ihren Töchtern. Und also die hat sehr viel Gesprächsstoff gehabt und sie war natürlich wieder ein Ausnahmefall natürlich auch von diesen ganzen dicken Damen. Aber die meisten haben natürlich schon Probleme gehabt. Sie hat den Vorteil gehabt, sie hat immer über Jahre eigene Hütten da gehabt, war sehr viel Linz Urfahrermarkt, war auf Tourneen, aber sie konnte sich das auch anders leisten. Sie hat auch ein Auto gehabt mit ihrem Mann zusammen, weil sie gut verdient haben. Und wenn man jetzt so schaut, wie der Kobelkopf, was auch eigentlich körperbehindert worden sich zur Schau gestellt hat, auch der hat auch sehr gut verdient und hat das Geld gut vermehrt und konnte seinen sechs Kindern, die alle ganz normal geboren wurden, jeden Ringelspielenbrater vermachen, also wo sie wirklich Existenz hatten dann. Wer war denn der Herr Kobelkopf? Wer war denn das genau? Kobelkopf war ein Russe, der von Schaf, das war eine Schaustelle in Wien, die Schafs gibt es heute noch, das ist eine Schaustellerdynastie, nach Österreich, also nach die KNK-Welt geholt wurde. Er ist geboren ohne arme Füße und hatte nur einen kleinen Stumpf. Und der wurde ausgestellt von ihm und der hat sich dann selbstständig gemacht, hat dann eine Tochter eines Bratunternehmers geheiratet und hat seine eigene Dynastie gegründet. Und heute gibt es im Prater zwei kleine Mädchen, die sind die letzten Nachkommen von dieser Kobelkopf. Die sind in der dritten oder vierten Generation bereits. Und was war das Besondere am Herrn Kobelkopf? Was hat er gemacht? Sie haben vorhin gesagt, das war der berühmte Rumpfmensch des Wiener Praters. Man hat sich den auch angeschaut und vor allem, der konnte, trotz seiner Behinderung, er konnte Bilder malen, er hat sehr schöne Aquarelle, wir haben ein Original hinten gemalt, was man kaufen konnte. Er konnte mit einem Luftdruckgewehr auf Zielscheibe schießen, die Zielscheibe wurde dann verkauft. Er hat mit dem Mund wunderschöne Unterschriften gemalt, die wurden verkauft. Er hat seine Memoiren verkauft, er ist einer der einzigen gewesen, was wirklich schöne Memoiren in so einem dicken Buch gehabt hat. Er hat Postkarten von sich und seiner Familie verkauft, also er war sehr geschäftstüchtig. Und bei den Vorführungen hat er gezeigt, man muss dazu sagen, er hat sehr gerne ein Glas Wein getrunken. Und das sieht man, es gibt einen 2-Minuten-Film von ihm, von Pathé in Paris, wie er mit den Armen stumpf eine Flasche sie einschenkt, also mit dem Mund nimmt den Stoppel raus, schenkt sie ein, dann trinkt er
Und er kann sich auch Zigarre anzünden. Also mit die Zigarren hat er hier vorhin gehabt in sein Kostüm und mit Streichholz und allem zündet er sich eine Zigarre an. Und das hat er eben vorgeführt und das war natürlich für die Leute eine wahnsinnige Sache, natürlich das zu sehen. Nur, dass man sich auch vorstellen kann, warum das was Besonderes ist, wenn der Mann sich eine Zigarre anzündet. Wenn ich mir Zigaretten anzünden habe, wie ich noch geraucht habe früher, habe ich beide Hände dafür gebraucht. Das würde nicht gehen, ich würde das halbe Haus anzünden wahrscheinlich. Naja, es kommt da im Film Freak, sieht man das auch, wie ein Rumpfmensch sich das anzündet. Er macht mit dem Mund, also er hält fest, macht mit dem Mund die Streichholzschachtel auf, holt das Streichholz raus, zündet es an, legt die Streichholz hin, dann nimmt er die Zigarre und zündet sie dann. Aber wie Sie sagen, wenn wir das machen, dann wir wahrscheinlich alles abfackeln. Aber ja. Er hat es geschafft. Weil Sie den Film schon ansprechen, Freaks, es ist interessant, es ist genau der Film, mit dem mein Interesse an dem Thema begonnen habe, als ich ihn mal vor ewigen Zeiten um 4 Uhr früh im ORF gesehen habe in einer Wiederholung. Und noch mehr fasziniert hat mich dann, als ich gelesen habe, dass einer der Freaks eigentlich aus Österreich-Ungarn ist. Josephine Joseph. Was können Sie denn zu dem erzählen? Eigentlich gar nichts. Die sind irgendwann einmal mit Barnum und Bailey nach Amerika gegangen und über diese Leute ist eigentlich nichts vorhanden. Es ist so, der Regisseur Todd Browning, muss man dazu sagen, war sehr zirkusaffin. Immer wenn er gerade keinen Film dreht hat, ist er mit dem Zirkus gereist. Und er hat wirklich irrsinnig abstrakte Filme über den Zirkus gemacht. The Unknown Man von einem Messerwerfer, der mit den Füßen wirft, nur und lauter solche Sachen. Und er war ein sehr guter Zauberer und hat auch Zauberfilme gemacht, aber auch immer wieder mit irrsinnigen Zauberern natürlich. Und Freak war eigentlich ein Film, was mich so fasziniert dran, man fängt zuerst an, man sieht diese verunstalteten Menschen und ist irgendwie skeptisch. Und je länger der Film dauert, desto netter werden diese Leute eigentlich. Es kippt drinnen. Am Schluss liebt man sie eigentlich. Man kriegt irrsinnig positive Gefühle und alle normalen Menschen in den Film, was ja als böse dargestellt sind, sind plötzlich wirklich abgrundtief böse und es hat sich dieses Weltbild kippt drin. Und das ist eine ganz tolle Sache, was dieser Todd Browning damals eben geschaffen hat mit dem Film. Er war ja übrigens bis in die 40er Jahre verboten in Amerika, durfte ja nicht gezeigt werden. Also ich finde, es ist den Film, den man auch jemandem zeigen sollte, der nie mit Körperbehinderten oder mit so etwas zu tun hat, dass er jetzt wirklich sieht, diese positive Veränderung, was man da merkt an sich. Ja, und gleichzeitig eben, wie Sie es auch schon gesagt haben, was mir auch gefallen hat, war, dass sie eben das Bild so gedreht hat, dass dann die Bösen eigentlich wirklich die waren, die innen drinnen hässlich waren, kann man sagen. Also. Und es gibt ja ein paar ganz tolle Sachen, also diese Cone-Heads, wo man gesagt hat, das sind die letzten Nachkommen der Azteken, also diese, die waren ja wirklich schwachsinnig, also die waren wirklich sehr stark zurückgeblieben. Wenn man sieht, wie sie die dann anschmiegen an diese Riesen und die streichelt sie, also das ist ein Wahnsinn eigentlich. Sieht man das Menschliche auch sehr schön, ja, dabei. Also es drückt dann innerlich das Ganze. Jetzt, weil wir hier gerade sitzen auch, ja, genau bei P.T. Barnum, bleiben wir doch in Hollywood und machen einen Sprung ein paar Jahrzehnte nach vorne. Es gibt ja den Film The Greatest Showman mit Hugh Jackman in der Hauptrolle. Wie hat Ihnen der gefallen? Fantastisch. Er hat überhaupt nichts damit zu tun mit dem Leben von P.T. Barnum. Es sind nur Teile davon. Aber Jackman ist natürlich ein Wahnsinn. Der Anfang natürlich und auch der Filmschnitt, also fantastisch der Film. Also wirklich ganz, ganz großartig. Was mir auch eben bei meiner Recherche jetzt wieder auch gefallen ist, es werden ja immer zu diesen Menschen die wildesten Geschichten noch erfunden, habe ich was aus sich entdeckt. Hier zum Beispiel auch so immer so Titel, die sie gekriegt haben, zum Beispiel die dicke Mitzi, die Königin der Kolossaldamen oder was weiß ich, einen hat es gegeben, der hat The Wild Man of Borneo geheißen oder so. Warum hat man da diese Geschichten noch dazu erfunden, um das Ganze noch sensationeller zu machen? Oder? Um das Ganze interessanter zu machen, natürlich. Wir müssen rechnen, das war eine Zeit, wo man sich die Information maximal über Zeitung geholt hat. Da waren nur gewisse Bevölkerungsschichten, nicht alle. Die meisten Sachen konnte man dann eigentlich eher nur vor Ort oder durch Plakate, wo man aufmerksam gemacht wurde. Und der natürlich, der die beste Performance im Vorhinein hatte, mit dem, was er versprochen hat, hat natürlich das Geschäft gemacht. Und deswegen war das eben auch die Königin der Kolossaldamen und es musste alles
besser, toller, stärker sein, schneller sein, so wie man es ja heute auch kennt. Meiner Meinung nach, es hat sich nichts verändert. Es ist nur ein bisschen schneller geworden, ein bisschen anders die Werbung, aber es ist die gleiche Angeberei, die gleiche Großsprecherei in der Werbung wie früher, so auch heute. Wann war denn so die große Zeit der Freakshows? Wann waren die besonders beliebt bei den Menschen? In welcher Epoche? Ich würde sagen, bis zum Zweiten Weltkrieg war das noch sehr stark verbreitet, in Amerika auch noch länger, bis in die 50er Jahre. Aber bei uns war es sicher, also gegeben hat es immer schon. Also bereits im 15., 16. Jahrhundert hat man in Wien solche Menschen ausgestellt. Und zwar hat man da meistens jetzt irgendwo in der Stadt ein Zimmer gemietet, eine Wohnung gemietet, wo man dann Plakate aufgehängt hat, dass man zu dem und dem Zeitpunkt jetzt die kleinste Frau der Welt oder den Riesen sehen konnte. Und da hat man damals, das war natürlich damals schon ein bisschen negativ auch, die haben die Leute also nicht auf die Straße lassen, damit sie die Leute nicht gratis sehen. Die durften nur also in der Nacht fortgehen oder in die Kirche total verschleiert oder dergleichen, damit die Leute jetzt nicht gratis sie sehen und nicht mehr zum Anschauen kommen. Aber gegeben hat es das eigentlich immer schon in Wien, 16., 17., 18. Jahrhundert, innere Stadt, am Kohlmarkt hat es teilweise Freakshows gegeben, Abnormitäten-Shows, Wachsfigurenmuseen, Kinos, was mit allen vermischt war. Also es war immer schon da und die Zeit war sicher die große Zeit im Wiener Prater, würde ich sagen, von 1860 bis 1920, 1930. Zur Nazi-Zeit hat sich das dann aufgehört natürlich. Warum sieht man diese Shows heute dann jetzt eigentlich nicht mehr so? Es hat sich alles geändert, so wie man nicht in Zirkus mehr unbedingt geht, geht man sich jetzt auch nicht sowas anschauen. Warum? Weil das, heute hat man auch ganz andere Vorbehalte jetzt bei sowas, dass man jetzt da jemanden begafft. Und wenn wir uns ehrlich sind, alles, was man jetzt heute sieht bei irgendwelchen Talente-Shows oder bei irgendwelchen anderen Shows, ist nicht viel anders als wie früher, wo man irgendwo in den Prater gegangen ist und hat sich in einer Hütte was angeschaut. Wo jetzt jemand aufgetreten ist, hat sich nicht verändert, meiner Meinung nach, nur verlagert. Weil Sie gerade den Prater wieder ansprechen, das gab ja das Prater Panoptikum, was war das genau? Das Panoptikum im Prater war das Breuersche Panoptikum, hat es geheißen. Breuerscher war ein Deutscher, war ein Löwenbändiger, der nach Wien gekommen ist und da ein Wachsfigurenmuseum aufgemacht hat. In dem Wachsfigurenmuseum gab es natürlich auch zu sehen die üblichen Wachsfiguren von Kaisern, Königen, Mördern. Daneben gab es noch das Pathologische Institut, wo man menschliche Präparate, also eben Pest, Kranke und dergleichen sehen konnte, strengstes Jugendverbot. Und es traten auch immer wieder Abnormitäten, wie man in Wien damals gesagt hat, aus, so wie in einer Sideshow. Es traten Künstler auf, alles Mögliche. Also in Amerika hat man Time Museum gesagt, weil man in 10 Cent 10 verschiedene Attraktionen sehen konnte. Und so war das in Wien auch circa. Haben sich wahrscheinlich auch große Beliebtheit erfreut, die Shows, oder? Waren sehr gut besucht in Amerika, genauso wie da. Man muss es natürlich auch so sehen, der Prater war natürlich ein Treffpunkt der kleinen Servierkraft, des Dienstmädchens, des Soldaten. Und wenn der Soldat ein bisschen Geld gehabt, dann ist sie mit ihr jetzt da reingegangen und sie hat sich gegruselt, hat sie natürlich einen guten Vorwand gehabt, dass er sie an ihm ein bisschen hindrücken kann. Man konnte sich natürlich da auch eher näher kommen natürlich. Also so wie man es heute vielleicht in der Hoffnung macht, wenn man im ersten Rendezvous vielleicht zu einem Gruselfilm geht ins Kino, oder? So auf die Art. Ist eine der Sachen, was ich vermute und wahrscheinlich stimmen wird. Könnte man sich ja auch bei Todd Browning dann gruseln, der hat ja unter anderem auch Dracula mit Bela Lugosi gedreht, also was ja auch ein großer Klassiker des Kinos ist. Wenn man sich jetzt einmal wirklich liest, was sich da abgespielt hat bei den ersten Vorführungen, wo Leute ohnmächtig geworden sind, auf der anderen Seite, wo ich habe mich sehr mit Film beschäftigt und habe sehr viele Freunde in Hollywood auch, von denen ich immer Informationen kriege, man hat das natürlich sehr aufgebaut, indem man immer einen Krankenwagen dort hingestellt hat, ein Arzt war vor Ort, also man hat vorher die Erwartungshaltung des Publikums noch einmal hochgeschraubt natürlich. Und sicher, damals war das natürlich schon sehr gruselig, wenn du sowas noch nie gesehen hast, weil es heute abgebrüht, wenn ich mir heute in alten Dracula-Film anschaue und du schaust dir heute an, irgendein der kleine Vampir für Kinder.
Ist der ja. Von. Also, ich meine, ein Vampir vielleicht blutrünstiger. Sehr blutrünstiger als damals. Warum ist es heute eigentlich so, dass man heute weniger in den Zirkus geht? Sie haben vorhin schon gesagt, es hat sich ein bisschen verlagert alles. Hat das auch was damit zu tun? Dass man weniger in den Zirkus geht, ist eher eine Sache Österreich, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien ist der Zirkus immer noch sehr, sehr vogue, wo man sehr hingeht und die riesige Unternehmen haben, also die wirklich Multikonzerne sind eigentlich. Bei uns war das Problem, diese ganzen kleinen Zirkusse haben teilweise nicht so richtig den Anschluss gefunden und es ist schwer zu sagen, der Wiener geht auch nicht so gern vor, der geht zu einem Ball, er geht ins Kino, er geht ins Theater, aber ansonsten ist er eher ein bisschen träge, dass er wohin geht. Sieht man daran, wir haben in Wien kein einziges echtes Varieté, wie es früher war, mit Artisten oder dergleichen, was permanent wo spielt. Das ist eigentlich schade, dann gibt es eigentlich eine ziemlich große Tradition auch in Wien in die Richtung, oder? Totale Tradition natürlich, nur eben durch Fernsehen und jetzt die ganzen Medien, die elektronischen Medien, hat sich das alles verschoben. Und man darf eins auch nicht vergessen, ich sehe heute die besten Zirkussachen von Monte Carlo, wenn ich will, setze mich dahin, schaue mir das vor meinem Flatcreme an, kann ein Bier trinken, kann ein Popcorn dazu essen, kostet mir nichts, ich brauche nirgendwo hingehen und das ist natürlich auch der Grund. Weil Zirkus natürlich auch gar nicht so eine billige Sache ist, wenn man jetzt sich dann anschaut, wenn da eine Familie mit zwei Kindern hingeht, vielleicht das Kind trinkt noch was, Popcorn eintritt, ist gleich eine ganz schöne Stange Geld eigentlich weg. Was ja auch einer der wichtigsten Teile im Zirkus ist und wo man da hinten auch gerade die Köpfe und die Masken sieht, sind die Clowns. Das Wichtigste ist, dass ein Clown wirklich gut ist, ist, dass er eine eigene Maske findet, dass er eine eigene Performance findet. Er muss unverwechselbar werden. Und das war meiner Meinung nach Grock am stärksten natürlich. Oder bei mir war es immer der Enrico Brandt am Dess, muss ich sagen. Den habe ich geliebt als Kind. Ja, das ist klar. Vor allem war er lieber Clown. Verstehen Sie auch, dass manche Menschen sich ein bisschen vor Clowns fürchten? Vor unseren Clowns, würde ich sagen, braucht man sie nicht fürchten. Nur wenn ich jetzt die amerikanischen Clowns, die normalen Clowns, sich mit diesen grauenhaft voll weiß geschminkten Gesichtern und diese wirklich extrem bunten Kleidungssachen, kann ich mir das vorstellen. Und vor allem Panam und Bailey, der größte Zirkus der Welt, hat ja vor 3 Jahren geschlossen. Er fährt ja nicht mehr in Amerika. Und der hat ja nur in riesigen Hallen am Schloss gespielt mit 3 Manegen gleichzeitig. Und da war rundherum war die Reitbahn, hat man zu denen gesagt, da sind auf einen Haufen 30 Clowns gegangen. Und die sind gegangen, sind bei den Leuten gestanden, so auf einer Länge von 15 Meter. Jeder hat einen Gag gemacht, dann haben sie gelacht und sind weitergegangen. Und die waren alle mit diesem Weiß. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass jetzt wer sie gruselt natürlich, weil das schaut schon sehr gespenstisch aus. Erinnert dann auch so ein bisschen an den Gevatter, wo man so weiß geschminkt daherkommt. Von dem kommt ja eigentlich, man kann eigentlich sagen, dass Shakespeare ein bisschen diese Clowns produziert hat. Es gibt heute noch manche Clowns, die diese 3 roten Haarbüscheln haben und auch weiß geschminkt sind. Es sind so eine Art Weißclown. Und zwar, Shakespeare hat zwischendurch bei seinen Stücken immer ein bisschen Pause gebraucht, dass sie Text nachlesen können, dass sie Bier trinken können. Und da haben sie Totengeister, Gespenster auf die Bühne geschickt. Die waren weiß gekleidet, weiß geschminkt und die Haare in 3 rote Büscheln, was das Fegefeuer symbolisiert hat. Und die sind tölpelhaft, wie wir damals gesagt haben, übereinander gestolpert, haben sie was am Kopf gehauen und die Leute haben gelacht. Und aus denen sind dann eigentlich die Clowns entstanden und Grimaldi, das war der 1780, der erste große, echte Clown in England, der ist auch noch aufgetreten mit dieser Bemalung und auch mit diesen roten Haarbüscheln. Wie war das eigentlich? Ich habe auch mal gelesen, dass Clowns zumindest am Anfang vorsorglich heute die Pausenunterhaltung waren, wenn irgendwas im Zirkus umgebaut worden ist. Stimmt das? Oder? Das waren, man hat gesagt, Reprisen hat das geheißen, ein Reprisenclown. Der war nur dazu da, dass er jetzt 1-2 Effekte gemacht hat und das Publikum unterhalten hat, wenn jetzt da ein Umbau war.
Das waren die kleineren Clowns, die weniger bekannten. Und dann hat es natürlich die berühmten gegeben, die in der Hauptmanege, in der großen Manege dann ihren Auftritt gehabt haben. Das waren dann meistens, das war immer eine Gruppe, das war der Weißclown, der Weißgeschminkte, der symbolisiert in Gescheiten, in Staat. Und die zwei dummen Auguste mit den zu weiten, bunten, zerrissenen Kostümen, die symbolisieren das Volk. Und das war dann eine Dreiergruppe, die dann das Hauptprogramm gemacht hat. Man sagt ja auch immer, dass das Zirkusvolk ist ein eigenes Volk. Was macht denn das Zirkusvolk aus, also die Menschen, die für den Zirkus arbeiten und die Schausteller und Artisten, die da auftreten? Ist genau das Gleiche wie jetzt eine Gruppe von Computerfreaks oder jetzt eine Gruppe von Handwerkern. Es ist halt, dass sie unterwegs sind, dass sie in der Manege am Abend auftreten, dass sie mit Wohnwagen teilweise fahren, was halt auch nicht mehr stimmt unbedingt. Aber im Grunde genommen ist es eigentlich alles gleich. Jeder hat irgendwo einen Traum für sich, was er sich erfüllen will, den er machen möchte. Und so machen das auch die Zirkusleute. Es ist für viele ein Traumberuf, wo man was verdienen kann, was sie sich erfüllt haben. Und für viele auch eine Traditionssache, weil sie bereits 100, 150 Jahre mit ihren Familien Zirkus reisen. Kommen wir mal zurück zum Museum wieder, zum Zirkusmuseum. Und, also zum Clown- und Zirkusmuseum heißt es ja genau. Auf welche Exponate sind Sie denn besonders stolz? Schwer zum sagen, es ist eigentlich alles schön, was wir hier haben. Und es ist ja nur ein Teil unserer Sammlung und meine Sammlung, was ich noch habe. Wir waren in der größten Sammlung zur Geschichte der Zauberkunst. Ich kann mich schwer entscheiden, also mir gefällt alles sehr gut. Sie haben einmal erwähnt, Sie haben da zum Beispiel auch ein Hütchenspiel aus dem 17. Jahrhundert. Ich habe beispielsweise nicht Hütchenspiel, sondern von Josef Fröhlich, das war dieser berühmte letzte Hofnarr und Taschenspieler am Hof August den Starken. Von dem besitze ich eines seiner Becherspiele, was aber zur Unterhaltung gezeigt wurde. Also nicht so wie auf der Mariahöferstraße, wo jetzt welche mit einem Zündelschachtel, wo ist die Kugel spielen, sondern der die Leute damit unterhalten hat. Das ist natürlich eine ganz spezielle Sache. Weil Sie es jetzt gerade sagen, momentan liebe ich es jetzt natürlich ganz, ganz stark, wenn mir das wieder einfällt. Aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt gehe, sehe ich vielleicht wieder was anderes, wo ich denke, ups, das ist eigentlich jetzt. Wie gesagt, mir hängt mein Herz an allen und die Sammlung ist so groß, ich kann mir da eigentlich gar nichts rauspicken jetzt. Also eigentlich das Optimum für einen Museumschef, oder? Ja, und das ist ja, ich habe ja eine andere Sammlung am Privat da, also ich bin ein Sammler und dadurch gefällt mir eigentlich alles. Ich muss mir immer nur aufpassen, dass ich nicht mit was Neuem zum Sammeln beginne. Das kenne ich von morgen. Sie sind ja nicht nur Museumschef, sondern auch Zauberkünstler. Was macht denn einen guten Zaubertrick aus? Dass er die Leute unterhält und verblüfft. Ganz einfach gesagt. Und was macht einen guten Zauberer aus? Dass er die Leute verblüfft, gut unterhält, charmant ist. Es gibt so viele verschiedene Arten von uns, wie sie arbeiten, ob das jetzt ein David Copperfield ist, ob das einmal Siegfried und Roy waren oder ob das jetzt die jungen Nachkommenden sind, Tommy Dane und Amelie und so. Es hat ja jeder irgendwas Eigenes, was ihm unverwechselbar macht und dann hat er auch Erfolg. Das Wichtigste ist das Unverwechselbare natürlich. Sie sehen, ich tät nie so herumrennen, das ist mein Markenzeichen. Immer irgendeine Mütze auf und der Bart. Aber bei dem Unverwechselbaren trifft man sich ja eigentlich schon fast wieder bei den Freakshows, kann man sagen, bei den Ausstellern, oder? Die ja auch alle was Unverwechselbares hatten, das sie präsentiert haben. Theoretisch, ja. Und jetzt ganz ehrlich gesagt, ein Zauberkünstler ist nicht normal. Muss man da ein bisschen positiv verrückt sein, oder? Ja, auf jeden Fall, weil ansonsten würde man sich das nicht antun. Dann sage ich mal danke für das Gespräch. Ja. Wie eingangs erwähnt, das Wiener Zirkus- und Clownmuseum öffnet ab September wieder seine Pforten. Dort können Sie unter anderem historische Erinnerungsstücke von Nikolai Kobelkopf betrachten. Der bekannte Praterunternehmer aus dem 19. Jahrhundert, der ohne Arme und Beine geboren wurde, malte in seinen Shows Bilder und stellte auch seine Schießkünste unter Beweis. Das war die Auftaktfolge von Freecasters. Wir hoffen, wir haben eure Woche ein bisschen bunter gemacht. Wir freuen uns auf ein Wiederhören in 2 Wochen. Freakcasters. Menschen, Geschichten, Leidenschaften.